Das Reutlinger Tonne-Theater veranstaltete am vergangenen Sonntag zum bereits 50. Mal eine Reutlinger Melange. Dabei verwandelte sich das Foyer des Theaters in ein Kaffeehaus. Ein Ensemble musizierte viele verschiedene Kaffeehausmusiken und zwischendurch konnten die Besucher kleinen satirischen Texten der Kaffeehausliteraten lauschen. Wie es sich für ein gutes Kaffeehaus gehört, gab es natürlich auch eine große Auswahl an Kaffee und Kuchen, die sich das Publikum nicht entgehen ließ.